Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal zur Vertragsverlängerung bis 2029 mit Josip Stanišić. Da gehen wir mal rein, wir gucken mal, was gesagt wurde, dann werde ich meine Meinung mal ein bisschen zum Stani teilen. Ja, und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr seht, tut das bitte, weil damit ihr einfach das unterstützt, was ich hier so tue. Ja, damit würde ich sagen, gehen wir mal rein. Also, Stani bis 2029 bei uns. Der FC Bayern und Stanišić haben den Vertrag bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Der Abwehrspieler kehrt zum deutschen Rekordmeister also zurück, nachdem der gebürtige Münchner in der vergangenen Spielzeit an Bayer Leverkusen ausgeliehen war. Max Eber, Sportvorstand des FC Bayern. Wir sind glücklich, dass wir mit Josip Stanišić langfristig verlängern. Er ist ein gebürtiger Münchner, der schon in der Jugend beim FC Bayern am Ball war. Ich habe in meiner eigenen Zeit gelernt, was man da alles mitnimmt. Stani weiß, worauf es beim FC Bayern ankommt. Er hat sich in Leverkusen und bei der kroatischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau etabliert. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm. Diese Betonung jetzt die ganze Zeit auf gebürtiger Münchner, weiß ich nicht. Klar, gebürtiger Münchner, gut. Wenn er die Qualität hat, umso besser. Aber jetzt nur immer zu sagen, ja, er ist gebürtiger Münchner, deswegen müssen wir jetzt mit ihm reingehen, ja. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern. Josip ist ein weiteres Beispiel für die Nachwuchsarbeit am FC Bayern Campus. Das Jahr in Leverkusen war wichtig, weil er regelmäßig spielen konnte. Stani hat sich immer behaupten müssen. Geht konsequent seinen Weg. Er ist einer, der sich selbst belohnt für seinen Einsatz. Solche Charaktere brauchst du in einer Mannschaft. Er ist ein Vorbild, wie man sich beim FC Bayern durchsetzt. Josip Stanišić, ich freue mich, bei meinem Verein FC Bayern München einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Vereins. Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe. Im Fußball wie außerhalb des Spielfelds. Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen. Ich habe Selbstvertrauen gewonnen und denke, dass ich als ein besserer Spieler zurückkehre. Meine Ziele sind klar, alles für den FC Bayern zu geben, so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein. Ja, den Werdegang schenken wir uns, könnt ihr euch selber reinballern, wenn euch das interessiert. Wir gehen mal rein in die... Zunächst einmal freuen wir uns sehr, dass Stani als echter Münchner wieder zurück nach Hause kommt. Stani ist gebürtiger Münchner, kommt aus unserem Campus, hat sich zu einem richtigen Profi entwickelt in den letzten Jahren und hat immer den nächsten Schritt in seiner Karriere richtig, richtig gut bewältigt. Ist einfach ein richtig guter Junge, super Charakter. Und hat sich das einfach erarbeitet, wo er jetzt ist. Das zeichnet die Identität des FC Bayern aus. Josip lebt den Traum, den ganz viele Spieler neben ihm ja auch erreichen wollen. Wer beim FC Bayern anfängt im Campus, der möchte irgendwann in der ersten Mannschaft spielen. Das geht oft nicht im ersten Schritt. Selbst bei Josip ist das jetzt durch die Zwischenstation mit Leverkusen ja wieder ein Beispiel dafür, wie auch durch Laien auch Spieler wachsen können, mehr Spielpraxis bekommen und dann einfach auf einem anderen Level, anderem Niveau auch zurückkommen. Im Endeffekt hat er eine richtig gute Saison gespielt, war extrem erfolgreich, hat sich auch dort durchgesetzt. Leverkusen hat ja herausragende Saison gespielt und es war dort nicht so einfach, auch wirklich in die Stammelf zu kommen, aber er hat das auch geschafft und ja, das spricht einfach für seinen Charakter. Er gibt nie auf, er ist ein richtiger Kämpfer, ein richtiger Arbeiter und das zeichnet den Stani einfach aus. Er ist auch universell einsetzbar, er kann rechts hinten spielen, er kann Innenverteidiger spielen, also er ist einfach ein gestandener Profi geworden und darum wird er ein wichtiger Bestandteil werden. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Ne? Schon mal ein bisschen ein kleines Vorwegnehmen. Ich bin sehr gespannt, ob das so ist, wie es kommuniziert wird, dass Stani jetzt als besserer Spieler zurückkommt, jetzt ein gestandener Profi ist. Ich weiß nicht, ob er bei Leverkusen wirklich Stammspieler war dann. I don't know, bin ich jetzt nicht so im Thema. Ich lasse mich einfach überraschen, wie das Stani performen wird. Ne? Ich meine, bei der EM hat er jetzt erstes Spiel gemacht, zweites Spiel nicht, drittes Spiel war, glaube ich, wieder auf dem Feld. Mal abwarten. Aber gehen wir mal rein, was ist Stani noch? Vier Fragen. Komm. Ja, mach mal richtig. Wie geht's dir? Ja, ich bin jetzt natürlich überglücklich, meinen neuen Vertrag unterschrieben zu haben beim FC Bayern, bei meinem Verein, muss man schon sagen. Was bedeutet es dir als Münchner, das Bayern-Trikot zu tragen? Für mich ist es alles. Also, ich glaube, seitdem ich denken kann, bin ich Bayern-Fan. Mein Vater hat das irgendwie ja, zu mir gebracht und ja, ich kann mich auch noch an frühere Spiele erinnern, wo ich im Stadion war. Es ist einfach für mich alles, es ist der größte Verein für mich auf der Welt. Wie hast du dich im letzten Jahr weiterentwickelt? Schon extrem. Ich habe schon viel auch dazugelernt. Ich glaube, es tat mir auch ganz gut, ein bisschen weg zu sein, auch von zu Hause, von München, von dem Bekannten. Auch fußballerisch muss ich sagen, schon auch sehr viel dazugelernt.
Es hilft natürlich auch, viele Spiele zu machen, vor allem als Verteidiger. Ich habe auch natürlich ein Selbstvertrauen gewonnen durch die vielen guten Spiele und auch durch die Ergebnisse. Deswegen glaube ich, werde ich ab jetzt auch nochmal ein besserer Spieler sein, wie ich davor war. Und was sind deine Ziele jetzt für die nächsten Jahre? Bin gespannt. Ja, mit Bayern München natürlich erstmal 5 Meisterschaften zu holen und so viele Titel wie möglich. Ich glaube, jeder Spieler, der bei Bayern ist, will möglichst viele Titel gewinnen und so ist es auch bei mir. Oh, das war's oder was? Wild. Leute, Josip Stanisic bis 2029 verlängert. Die Verlängerung natürlich ein No-Brainer. Ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, denke ich. Ist für mich ein Spieler, ein Durchschnittsspieler, guter Bundesligaspieler, der zwischendurch mal einen Peak hat. Ja, in dem einen oder anderen Champions League-Spiel hat das gezeigt. Hat sonst aber auch bei uns sehr, sehr viel durchschnittliche Leistung gezeigt. Ja, das Riesentalent habe ich jetzt bei ihm noch nicht so gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat sich immer reingebissen, immer gearbeitet. Ja, das wurde ja hier auch kommuniziert. Ist natürlich auch das, was ein Company kommuniziert hat. Von daher kann das sehr gut passen. Und vielleicht hat Stani echt den nächsten Schritt gemacht in Leverkusen und macht jetzt bei uns nochmal einen Stepper. Ja, ich denke, auch das wird wichtig sein. Also, ich glaube, er muss bei uns auch nochmal den nächsten Stepper machen. Und dann natürlich super. Ja, nochmal jeder geborene Münchner oder jeder, der aus der eigenen Jugend kommt und bei uns die nächsten Schritte macht, ist natürlich super und gut gesehen. Das ist, was wir brauchen im Verein. Ne? Und über ein Jahr Leihe hat ja schon oft geklappt. Ne? Alaba, Philipp Lahm und so weiter und so fort. Ne? Da wollen wir ja gar nicht drüber reden. Von daher No-Brainer, richtiges Zeichen, gar keine Frage. Ich bin sehr gespannt, ob Stani sich durchsetzen wird. Ja? Ist natürlich eine hochinteressante Geschichte, weil wir haben noch ein Boyer. Ja, wir haben aktuell noch Mazraoui, wir haben aktuell noch einen Joshua Kimmich, den ich jetzt nicht wirklich im Mittelfeld erwarte, auch nicht unter dem Kompany. Mal abwarten, vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Aktuell also 4 Spieler für die Position des rechten Verteidigers. Das sind Stanisic jetzt bei uns irgendwie der Stammspieler in der Innenverteidigung wird, kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen. Auch da haben wir aktuell diese Masse an Spielern noch. Von daher muss sich da noch einiges tun auf der Abgabenseite. Und dann ist Stanisic natürlich eine Option. Ja. Ich denke, das sollte klar sein, ob er sich dann gegen Boué durchsetzen kann, der für mich einfach ein bisschen dynamischer ist. Bin ich sehr gespannt, aber natürlich zwei super Alternativen. Und er kann ja auch als linker Außenverteidiger mal aushelfen, hat er ja bei der Nationalmannschaft auch gezeigt. Und ja, wie gesagt, also es ist ein No-Brainer, weil allein vom Marktwert her. Er ist Nationalspieler, den Vertrag muss so weit verlängern. So hart sich das jetzt anhört, ob er sich jetzt bei uns durchsetzt, werden wir sehen. Wenn nicht, dann nicht, dann wird er verkauft und dann erzieht sie noch eine gewisse Ablöse mit 5-Jahres- oder 4-Jahres-Vertrag dann. Ja. Und vielleicht setzt er sich ja durch. Wie gesagt, er hat sehr, sehr gute Anlagen, die er bei uns gezeigt hat. In Leverkusen habe ich jetzt 2-3 Spiele gesehen. Ich glaube, beim einen Spiel war er gar nicht auf dem Feld. Und da ist ein bisschen schwer zu beurteilen für mich und am Ende des Tages auch egal, weil wichtig ist, was er bei uns dann auf dem Platz liefern wird. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, was für ihn spricht, definitiv. Ja, wenn du rechter Verteidiger bist und kannst auch einen passablen Innenverteidiger spielen, ist immer gut, sowas im Team zu haben. Und aus der eigenen Jugend, gebürtiger Münchner, ist natürlich Bombe. Ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber er wird den nächsten Step jetzt gehen müssen bei uns. Ne? Weil, geht das hier eigentlich? 23, 24 oder was? Wie alt ist das Stanisic jetzt? Guck mal eben, Leute. Oder ist er noch jünger? Josip Stanisic. 2000 geboren, ja, 24. Also, da ist jetzt auch die Zeit des Talentseins vorbei. Ja, mit 24 fängt dann eigentlich schon so
24, 25 die Phase an, wo du schon so auf einem gewissen Peak sein musst. Ne? Klar, so mit 27, 28 bist du dann eine richtige Kanone in der Regel. Von daher wird sehr interessant zu sehen sein. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ein No-Brainer. Ich bin aber auch ein bisschen skeptisch, ob er sich durchsetzt bei uns. Es wird halt davon abhängen, welche Spieler noch abgegeben werden und welche nicht. Aber ja, es wird ähnlich wie in der Innenverteidigung sehr interessant zu sehen sein, wohin die Reise geht. Ne? Er ist auf jeden Fall nochmal, es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Er wird jetzt nicht teuer gewesen sein, auch vom Gehalttechnischen her. Es ist ein No-Brainer in meinen Augen. Und ja, vielleicht macht er ja den nächsten Stepper nochmal, ne, den nächsten Schub, wenn er einfach auch mal Vertrauen spürt vom Trainer, was er bei uns ja noch nie so richtig gespürt hat, war ja immer so der Ergänzungsspieler mehr. Ob das in der neuen Saison anders sein wird, ja, wie gesagt, hängt halt von der Kaderplanung ab. Ne? Und in diesem Sinne, Leute, wohlweise Grüße, gehen raus, schreibt mir gerne eure Meinung zum Stunny in die Kommentare. Und wie immer an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.